Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Forza Horizon 4. Wie man sieht, habe ich mir ein Königseck gegönnt. Beziehungsweise ich habe mir irgendwie Geschenke gekriegt. Wie ich das geschafft habe, weiß ich selber nicht so ganz. Und da vorne auf der Brücke ist eine Blitze. Wir können uns das ja mal angucken. Ne, wir stehen hier. Hier ist eine Blitze. Dann müssen wir mit im besten Fall 289,7 km/h vorbeidüsen. Ja, einfach nur so, falls wir das schaffen, wäre es cool. Falls nicht, dann nicht. Und ansonsten fahren wir hier mit unserem Navi einmal nach hier. Denn hier ist auch so eine spezielle Blitze. Was da jetzt genau besonders ist, weiß ich auch nicht. Saisonziel, da steht was? 273 müsste eigentlich gut möglich sein hier mit dem Königseck, ne? Die Frage ist natürlich, ob man auf der kurzen Strecke auch beschleunigen kann, denn der driftet mega schnell weg. Aber gut, ich würde sagen, wir fahren mal los. Ihr habt mir auch viel in die Kommentare geschrieben, wie zum Beispiel, dass ich mal mit Lenkrad fahren soll, weil das dann viel besser geht. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Fahre ich so schlecht? Ich habe ein Lenkrad und das seit der ersten Folge. Das ist echt Mobbing. Frechheit. Dann habt ihr gesagt, ich soll nicht so bremsen in den Kurven. Aber gut, ich bin halt kein Profi, deswegen fahre ich lieber was langsamer, aber dafür unfallfrei. Ah ja gut, das hat bis jetzt zwar nicht so ganz geklappt, aber ja, ich gebe mein Bestes, ne? Dann fahren wir mal los. Let's go. Im besten Fall ohne zu driften. Zumindest jetzt noch. Komm, mach Platz hier, jetzt komme ich. Ey, wer ist er denn? Ja gut, das waren jetzt nur 214. Aber ist auch egal. Hauptsächlich geht es ja um den Blitzer, wo wir jetzt hinfahren. Und ich hoffe mal, wir kommen da unfallfrei an, ne? Das möchte ich zwar mal bezweifeln, aber man kann es ja wenigstens mal probieren, ne? Genau. So, hier komme ich. Mach mal Platz. Und ihr meintet auch, ich soll driften in den Kurven. Aber ich bin, wie gesagt, kein Weltmeister hier drin, ne? Also schreibt mir da gerne Tipps auch zum Driften in die Kommentare. Oder ihr kommt einfach auf meinen Discord-Server, da kann man auch mit mir reden. Und schreiben natürlich sowieso. Und dann, ja, mal gucken, was sich machen lässt. Wer Lust hat, mich zu sehen, kann auch gerne mal auf Insta vorbeischauen, ne? Alles in der Beschreibung verlinkt. Man braucht nur auf den Link drücken. Genau, noch 5,8 Kilometer, dann sind wir auch schon da. Das schaffen wir noch, ne? Jawohl. Oh, eine schöne Gerade hier, ne? Hier könnte auch nochmal eine Blitze hin. Das wäre geil. Oh je. Der Zaun und der Baum sind dann leider auch weg. Ja gut, bisschen Verlust ist ja immer, ne? Von daher alles im grünen Bereich. Also so ein bisschen zumindest. Dann fahren wir mal weiter. Ich hoffe, wir haben nicht so viel Schaden. Nee, geht. Wunderbar. Dann fahren wir mal weiter. Jawohl. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Okay, Chef. Zweite Ausfahrt. Wird gemacht. In 400 Metern rechts abbiegen. So, hier müssen wir rechts, oder? Hä? Ach nee, erst da hinten. Okay, rechts, na dann. Abbiegen. Ach, das meinte der mit abbiegen? Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Digga, wo ist dein Kreisverkehr? Da fährt man einfach gerade durch. In 400 Hä? Metern hast du dein Ach, das Ziel ist eine Blitzerzone. Erreicht. Ja, moin. Kann man ja mal ein bisschen Gas geben, ne? Vielleicht wird das ja was. Zack. Hab ich's geschafft? Ja, gut, das Schild hat sich auch erledigt. Und der Stromkasten. Aber mein Gott. Ach, geil. Rang 21 sind wir schon. Ob das jetzt gut oder nicht ist, weiß ich gar nicht. Bin da nicht so der Profi hier. Auf jeden Fall sehen die Städte echt cool aus. Vor allem, weil die ganzen Räume hier auch in 3D sind, ne? Unglaublich. Wenn man hier mal vorbeifährt. Echt schön gemacht. Ja, auch im Dunkeln, mit der ganzen Beleuchtung. Ich fahre wieder auf der falschen Seite. Geil. Naja, muss man sich erstmal dran gewöhnen hier, ne? Stand da gerade ein 30er-Schild. Habe ich jetzt aber nicht gesehen, ne? Ja, ja, gleich links abbiegen. Das machen wir schon. Genau. Okay. Einmal rein hier. In 200 Metern rechts abbiegen.
Bin mal gespannt, was das genau ist. Rechts abbiegen. Ist wahrscheinlich eine Blitze, ne? Würde ich mal von ausgehen. Ja, Schwung holen müssen wir da ordentlich, ne? Wir gucken uns das erstmal an hier, wie es da aussieht. Und dann... Genau, da steht eine Blitze. Du hast dein Ziel erreicht. Genau. Dann fahren wir mal bis ans Ende der Straße, holen mal richtig Schwung. Und dann lassen wir uns mal blitzen, ne? Ich hoffe mal, wir schaffen das. Ich weiß gar nicht, 270 waren es, oder? Wir probieren einfach mal unser Bestes. Am besten auch ohne Unfall, ne? Das wäre natürlich immer das Optimalste, wenn man das Auto danach noch benutzen kann. So, dann einmal drehen. Ach, kacke, wieder auf der falschen Spur. Mein Gott, ist aber auch ungewohnt hier, ne? Links zu fahren. So. Nehmen wir ein Stück rückwärts, dass wir auch jeden Meter ausnutzen. Okay, und dann machen wir uns mal bereit und werden geblitzt mit unserem Königseck. Macht euch bereit. 3, 2, 1, go! Bam, oh je. Gucken wir auf die Punkte unten. Was sagt da? 3 Sterne, geil. Ja gut, einen Unfall hatten wir zwar jetzt auch hier, ne? Und zwar einen ordentlichen. Aber, ja, sonst war es ganz geil. Blitzerheld, Rang 8. Geil, wir kriegen neue Blitzer, oder? Wenn du so weitermachst, muss ich die Blitzer bald ausschalten. Oder dir eine Sonnenbrille besorgen, damit du nicht noch erblindest. Ja, genau. Pass auf, die Weltschnellsten. Sowas wollte ich schon immer mal machen. Klar, es ist ein Unternehmen, aber ich finde, mit den Weltschnellsten kann wirklich jeder die Welt von Horizon erleben. Und du kannst ein paar echt unglaubliche Autos fahren. Okay, das ist ja schon mal gut. Wir haben neue Blitzer bekommen. Ja, hier ist immer schwer in den Kurven. In so einer engen Kurve mit 160. Ziemlich schwierig, vor allem wenn es da noch ein Feldweg ist. Aber das haben wir da gut gemacht hier, ne? 233 war das Ziel. Ich hatte 279 drauf. Boah, das ist doch schon ordentlich, oder? Da kann man ja fast stolz drauf sein. So, dann lass mich gucken. Was ist das hier? Auch ein Blitzer. Das sieht aber auch aus wie eine Schnellstraße, ne? Dann machen wir das auch noch. Und nehmen den Blitzer auch noch mit. Oh, 370. Alter. Das ist mal schwierig. Okay, wir setzen noch flott das Schadensding hier zurück. Sonst haben wir ein Problem. Ich weiß gar nicht, wie geht das. Ich mache es immer so. Ich gehe hier in Fotomodus. Drück dann einfach mal ganz gechillt auf Schaden zurücksetzen. Und gehe dann wieder aus dem Fotomodus raus. Es geht natürlich wahrscheinlich viel schlauer. Schreib mir das mal gerne in die Kommentare. Ich wäre sehr dankbar. Ja, und dann fahren wir jetzt mal zum anderen Blitzer hin, ne? Let's go. In 400 Metern scharf links abbiegen. Jawohl. Schöne Stadt, ne? Sieht man von hier ein bisschen mehr. Unglaublich. Scharf links abbiegen. Ach, stopp, hier müssen wir rein. Ach so. Okay. In 100 Metern links abbiegen. Jawohl. Man müsste hier mal im Dunkeln fahren, ne, in dieser Stadt. Das sieht schön aus mit den ganzen Lichtern. Unglaublich. Wieso ist dieser Bereich hier eigentlich so gestrichelt? Kann mir das mal einer erklären? Ich bin ja noch Anfänger hier, ne? Also schreibt mir mal gerne alles in die Kommentare, was ihr wisst. Ich wäre sehr dankbar. So, da hinten ist schon die Blitze. Wir geben direkt Vollgas. Wir gucken mal, ob wir es schaffen. Das geht aber noch besser. Okay, einmal flott gewendet und dann geht's auch weiter. Hoffentlich erwischt uns nicht die Straßenbahn, denn ich glaube, hier fährt sogar wirklich eine. Diesmal ein bisschen schlauer schalten. Meine Lenkung ist irgendwie verstellt. Ist auch nicht. Okay, das wohl kommen. 280, das ist aber gar nichts. Wenn, dann brauche ich schon die 300. Wir probieren es nochmal neu und fahren nochmal von da hinten los, dass wir mal richtig Anlauf nehmen können. Und dann schaffen wir bestimmt auch die 300er-Marke zu knacken. So, einmal runterschalten, dann hier einmal drehen. Genau. Hier würde ich sagen, fangen wir an, ne, oder? Naja, ein bisschen Platz haben wir verschenkt, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Dann, ja. Dann, let's go. Mach Platz, hier komme ich. Oh, da ist echt eine Straßenbahn, ja moin. Und hier ist die Blitze. Das hat ja super funktioniert.
City Tram. Ja, das ist aber schon geil, ne? Das hält ja einfach echt die Straßenbahn. Mein Auto ist zwar auch ein bisschen Schrott, aber gegen die Straßenbahn hat natürlich auch ein Auto keine Chance. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir das Video an der Stelle. Wenn es dir gefallen hat, dann zeig mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Abonnieren natürlich auch nicht vergessen. Und dann, ja, bis zum nächsten Video und ciao.